Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us 2 Let's Play. Freunde, heute geht es weiter und ich glaube, heute wird eine sehr kranke Folge werden, Leute. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, macht euch auf was gefasst. Es wird eine heftige Folge. Mehr sage ich nicht, Freunde. Wir sind hier gerade mit Ellie und Dina im Supermarkt und haben die ganzen Klicker und so in der letzten Folge ausgeschaltet. Wir haben jetzt gerade 3.08 Uhr in der Nacht. Und ja, nachts, wisst ihr, kommen die Emotionen am meisten hoch. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir fackeln gar nicht lange. Lasst einen Daumen nach oben da. Last of Us 2 geht weiter jetzt mit diesem Beat von meinem Bruder Nelson im Hintergrund. Kuss geht raus, Alter. Und jetzt geht's los. Mit der Folge. Let's go. So, meine Damen und Herren, wir sind hier im Bread and Sauce and a Balls and a Chance. Hier haben wir alles abgeräumt, rasiert und jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Ist hier wieder Alkohol am Boden oder was? Ich kann nur vorstellen, dass es vielleicht hier rausgeht, ja. Ich habe erstmal gedacht, wir müssen da oben rausklettern oder so, aber nee. Es geht hier raus, da geht raus für Nikolaus. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Bestimmt. War da nicht irgendwas mit so einem Seil, Alter? Ich hab irgendwie noch so ein Seil in Erinnerung. Irgendwas mit so einem Seil war doch da. Oder? Kabel. Aha. Siehst du, ich hab irgendwie noch so ein bisschen Erinnerung habe ich noch. Ja, also. Sollte gehen. Aha, guck jetzt. Was habe ich gesagt? Soll ich's versuchen? Hab schon. Warte mal. Da ist das letzte Mal auch. Ich weiß noch vor 2 Jahren, wie ich da auch Probleme hatte. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich muss das da rumwerfen, glaube ich, ne? Ja, um das Ding. Scheiße, ja. Und ich dachte anfangs, man muss es hier rumwerfen, dabei musste man es da rumwerfen. Ich erinnere mich zurück. Man kennt ja diese Momente, an die man sich erinnert, okay, wenn man sie erst wieder selber erlebt. Dann mal los. Oder jemand davon einem erzählt. Weil mir wäre das jetzt niemals in den Kopf gekommen. Dass ich hier damals bei dieser Stelle am Verzweifeln war. Aber es ist mir jetzt wieder eingefallen. Alter. Geh doch auch mal da hoch. Ellie. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Es ist ziemlich windig. Junge, früher hat man das immer im Sportunterricht gemacht, das weiß ich noch. Alter, Soundeffekte, Windeffekte, alles. Boah. Wahnsinn, was eine Grafik. Hier drüben! Dina, beruhig dich mal jetzt. So. Ein Sturm zieht auf. Eieiei. Das sind unsere Pferde. Wie weit ist es noch zum Posten? Wir kommen gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Boah, Junge, was geht hier ab, Alter? Was sieht das aus? Wirklich. Boah, wie heftig dieser Sturm rüberkommen soll, ne? Müsst das Spiel auch unbedingt mal selber spielen, nachdem ihr das Let's Play hier geguckt habt, Leute. Das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn ihr es auf eurer Couch zockt, auf einem 4K-Fernseher mit geiler Anlage oder so. Wenn ihr die Möglichkeiten habt, Leute, macht es. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, ich sag's euch. Oder ihr guckt euch einfach mein Let's Play auf der Couch an. Eine schöne Anlage. Dann habt ihr mich auch dabei. So wie es jetzt gerade tut. So muss es sein. Oder was ist das für ein Sturm hier, Alter? Was für mich... Sturm! Wo ist die überhaupt? Dina? Warten sie denn nicht? Dina! Ey, das ist wieder so typisch Horrorfilm-Klischee, ne? Scheiße. Warum wartet die denn nicht? Dina, wo bist du? Ja, geil. Dina ist weg. Ja, wenn die jetzt Späße macht oder so, ich würde das gar nicht lustig finden, ne? Weil hier ist voll der Sturm am Wehen, Alter. Ich würde durchdrehen. Ist ja, wie kalt das ist, das arme Pferd auch. Dina! Wo bist du? Ich weiß nicht. Ritt einfach weiter. Der war hier nicht... Dina! Die ist doch neben mir, Alter. Komm schon. Hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir.
guck mal, die Blicke und so, wie die gucken, Alter. Perfekte Situation. Ein Sturm zieht auf. Wo sind wir hier? Library, die Bücherei. Mit den Pferden. Vorsicht, nicht, dass hier jemand drin ist. Vorsicht. Ach, ihr seid doch dumm. Das ist echt dumm. Wir gehen hier einfach rein und denken, hier ist niemand. Ich mach die Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir hier. Ja, einfach Internetcafé. Einfach Internetcafé. Was haben wir hier? Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Bestimmt von oben oder so, ne? Safe. Mal. Library. Das ist ein Library. Wenn das nicht aufgeht, einfach die Scheibe einschlagen. Hä? Und jetzt? Einfach den hier. Als ob man eine Scheibe so easy kaputt machen könnte, ne? Haben wir wieder diese Werkzeugkisten wie bei Teil 1, wisst ihr noch? Wo wir diese Werkzeugstufen erreichen konnten. 1, 2, 3. Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ich möchte mal nur eins festhalten, Leute. Zwischen Teil 1 und Teil 2 liegen wirklich 8 Jahre dazwischen. Ich glaube, Teil 1 kam meines Erachtens um 2013 rum so raus. 2012. 2012, glaube ich, das erste Mal auf der PS3. Und dann kam auf der PS4 2020 Last of Us 2. 8 Jahre später. 8 Jahre. Schon geisteskrank, Alter. Eugene Linden. Definitiv Eugenes Hütte. Firefly. Ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar, dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Krank, Alter. Tommy? Was meinst du? Der Bruder von Joel? Und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Aha. Na, cool. Okay, okay. Ah, jetzt sind wir ja quasi von der anderen Seite hier drin, wo wir gerade waren. Oh, da ist ein Brief drin. Vielleicht ein Abschiedsbrief? Eugene steht da irgendwas. Eugene Krabs. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Polizei. Seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wenn du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte, wir lieben dich, Claire. Das muss ein Generator sein. Ah, guck mal, Eugene, voll der coole Typ, Alter. So richtig. Krass, halt sogar so echte Fotos, das sieht einfach voll echt aus. Das ist krank. Die sowas ins Spiel projiziert haben, ist auch schon Wahnsinn. Ist das die Werkbank hier? Ja, aber ist auf jeden Fall. Hey, da ist der Generator. Boah, das kenn ich noch von Teil 1. Dieses Kurbeln, genau, Dreieck drücken, wenn es da ist. Zack, Dreieck und woppa. Schon besser. Oh, wow. Krass. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ach, jetzt können wir sogar wirklich mit dieser Werkbank was machen. Damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Wie in guten alten Zeiten, ne? Wie vor, überlegt mal, vor 10 Jahren, die haben genau dieselbe Menü gleich gelassen, ne? Das ist so krass. Überlegt euch das mal. Die haben einfach das Menü gleich gelassen wie vor 10 Jahren, Alter. Sind sie ihrem Prinzip treu geblieben. Kapazität, ja. Doch, Kapazität, wichtig. Hat auch mal die Soundeffekte. Stark. Ja, das wird gehen. Okay, mehr haben wir nicht, Leute, weil wir haben nur, glaube ich, 55.000 gehabt oder so. Dina, my daddy. Oh, sogar Heizung geht.
Ah, das ist einfach eine Heizung, Alter. Stark. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Also irgendwo runter. Da unten war es auf jeden Fall am Leuchten. Das heißt, ich muss hier irgendwo runtergehen in den Keller. Hier. Vielleicht. Was haben wir denn hier? Ach, wieder diese super. Diese Sammelfigurenkarten. Okay. Ist hier irgendwas? Nope. Vielleicht geht's hier irgendwo weiter, wo wir es noch nicht gesehen haben. Vielleicht hier was zur Seite schieben oder so. Ist ja auch immer ganz typisch hier. Aha! Na los. Wie in diesen Filmen, Digga. Diese Bücher, wenn du die wegschiebst oder Bilder, wenn du die zur Seite tust, auf einmal geht's irgendwo hin. Oha. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Was ist denn das? War so einsam, Mann. Ja, kurz trocken, das Gras. Lol. Der hat einfach eine Plantage gehabt. Der Eugene hat einfach eine Grasplantage gehabt. Digga. Und damit hat der Undercover sein Geld verdient. Hey. Er hat solche Videokassetten. Am Ende hat er noch irgendwelche Schmuddelfilme da unten gedreht. Der Schwanz des Wolfs. Ach du Scheiße. Smash Brandy's Kutsch. Das ist Pornos. Sind das Pornos? Ah, wirklich? Sehr interessant, Eugene. Ach, geil, Alter. Heutzutage im Internet, früher noch auf Kassetten, Alter. Früher hat man mit Pornos gedealt, Leute. Da hat man Kassetten. Ah. Lol. Einfach fertig gedrehte Joints. Wie krank, Alter. Passt jetzt zur heutigen Jugend. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm, finden wir es raus. Ach du Scheiße. Jetzt geht die Kifferei hier los, Ted. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Ist da nicht ein Trick? Von unten dieses... Okay. Von unten. Ja. Dieses Drücken. Von unten. So bam, bam, bam. Scheiß drauf. Alter. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ja, aber dann nicht hier, Alter, wo man da mitten reintreten kann. Was ist das denn? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Digga, wir gucken jetzt einfach, wie die am Kiffen sind hier, Alter. Das kannst du auch keinem erzählen. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Der Kuss. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend. Wie fandest du den Kuss? Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Jetzt sagen müssen 11 von 10. Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Ui. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Wie hauen die diesen Joint da bitte weg? Sind die verrückt? Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Jetzt geht's los, Jess. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm.
Das hört dich niemand auf. Boah, diese Musik, ne? Ich muss leider dazwischen reden, ey. Die Musik. Das wird hoffentlich besser als eine Sex. Keine Menschen sind da. Ey, da war noch so viel drin. Jetzt geht's aber los hier, ey. Mamma mia. Donatella Versace. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Muchas carambas. The night is over. Ellie and Dina. Weiter geht's, Leute. Wir spielen wieder Abby weiter. Haben wir nicht gehört? Boah, was ist das denn? Wie viele kommen denn da? Bruder, was ist das denn? Der hat so eine Arme mit der Tachte, Alter! Was geht denn hier ab? Oh mein Gott, ich will durchdrehen. Guck mal, wie viele das sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Arschbombe. Ist das Wasser nicht arschkalt? Lauf. Arschbombe. Oh, rechts überall, das haben die ja geisteskrank gemacht. Ich komme mir vor bei Days Gone, wo die ganzen Horden auf einen zukommen. Guck mal, das hält ja nicht mehr auf. Was zur Hölle? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe den Weg, Digga. Ich habe immer so ein Auge dafür, wo es weitergeht. Ich habe ein Auge dafür, Chat. Ich habe schon gesagt. Lackmaniak. Wo geht's weiter? Schneller. Ich werde die Panik bei sowas. Ich mein's ernst. Oh mein Gott. Laut, Digga, das ist ja wie im Kino hier. Alter. Der hat dir ein Glück gehabt, Alter. Was soll ich denn tun? Wo kommen die denn alle her? Wo rein? Rein da. Alter, guck mal, ihr Auge. Das Leben. Zur Hölle kamen die alle her. Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Wir müssen alle warten. Aufräumkommando holen. Nahkampfwaffen. Jetzt müssen wir dafür überstehen. Komm jetzt hier. Bam. Bam. Junge, mach den Schlag drauf, Alter. Stop! Bruder, was geht ab mit der? Wir müssen uns beeilen. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Kommen wir da hoch? Hier, damit! Womit? Mädchen! Was soll ich denn tun? Ich drehe einfach eine Runde im Kreis hier. Auf den Karren schieben! Kommt rein! Ich schaff die Gondel ans Fenster! Halte sie diese Infizierten vorbei! Was ist alles am Vibrieren hier? Ist das ein Klicker hinter mir gewesen? Ich dachte schon, Alter. Zwei Schüsse. Kommt von überall! Was ist denn da hinten? Warum wird da was angezeigt?
Und wir haben einen Klicker! Und auf einmal kommt der scheiß Klicker, Alter. Ich hab gedacht, das ist der Weg, wo es weitergeht. Auf einmal kommt der scheiß Klicker. Was ist das für eine Stelle hier, Alter? Ist voll laut, alles geht ab. Zaramba, Zaramba hier. Stop! Stop! Bombe links, rechts. Keine Munition mehr, ich hab keine Munition mehr. Ich brauch Munition. Nein, nein, nein. Oh, jetzt fängt er an. Gib mir eine Bombe. Stuff. Was sind das für Moves, Alter? Ja, klar. Da Munition. Nimm mit, nachladen, rennen, nachladen. Rennen, nachladen. Dicht ein. Aha. Da hinten ist jemand. Eins, zwei und drei. Headshot. Haben wir einen Hammer hier? Ja, schneller, schneller. Rennen, 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 rennen. Fenster! Was geht hier ab, Alter? Verdammte Scheiße, ey. Ich hab nicht. Boah. In Nähe bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Wir sind überall! Ach, Digga, was soll ich denn jetzt hier machen? Das war's. Ich bin tot. Ich werf alles. Wie soll man denn das hier überleben? Alter, ja, guck mal. Junge, 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 Alter. Boah. Was eine Stelle, Alter. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt, die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Halt dich fest! Junge, so ein 3D-Effekt auf einmal, Alter, kamen die auf einen zugerannt. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Sagst du ihr das jetzt? Ein Tattoo drüber gemacht, ne? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Ach du Scheiße. Bleib einfach da, okay? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen.
Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in der Hand oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Er nimmt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Ich lasse mich nicht hetzen.
Scheiße, Alter. Komm schon. Junge, Junge. Bitte sei okay. Joe! Tommy! Ich kann nichts sagen, Leute. Ich kann nichts sagen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren der Hölle! Ich bring euch um! Nein! Thank you.
kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy.
Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, geh ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Dino Nychus. Das war ein guter Tag. Ich kann gerade sehr schwer reden, Alter. Reden gleich am Ende des Videos.
Könnt ihr euch noch an das Foto erinnern? Von Teil 1. Der hat Ellie und ihn direkt daneben. Noch was in dem anderen Raum. Ich gehe noch mal kurz rüber. Kurz was mit der Gitarre machen, glaube ich. Ja. Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Mal die Fotos noch, Bilder Westen und so alles. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann, los mit euch, bevor es dunkel wird. Ja, Freunde. Das war's von diesem Video. Für mich mit Abstand der schlimmste Moment der Gaming-Szene von allen Spielen, die ich jemals gezockt habe. Du wartest 8 Jahre auf dieses neue Spiel, hast es das erste Mal 2012 gespielt und musst dann sehen, wie von deinem Lieblingsspiel dein gefühlter Kindheitscharakter ermordet wird und
gefoltert wird. Und es ist einfach geisteskrank, Leute. Es ist einfach so schlimm. So, Ellie und Dina, die waren einfach woanders gewesen. Es hat alles nicht gepasst. Falscher Zeit, falscher Ort. Ja, und Joel ist tot, Digga. Unglaublich, Leute, unglaublich, ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das Herz blutet, Digga. Das sind echte Emotionen, die ihr hier seht, Freunde. Unglaublich, Digga. Es ist hart. Es ist nur ein Spiel, Digga. Es ist nur ein Spiel, aber wenn man sich hineinversetzt in die Story und vor allem, weil 8 Jahre dazwischen sind, so, wie alt war ich vor 8 Jahren? Oder vor 10 Jahren, Digga. Vor 10 Jahren. Es ist ja 10 Jahre jetzt her, wo das Spiel rauskam. 2012. Da bin ich 17 Jahre gewesen. Und jetzt bin ich 28. Unglaublich. Ich verabschiede mich aus dem Video, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, Familie ist alles. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Ciao.